Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Argeras Generation of War. Wir sind jetzt gerade im Kampf mit den Soldaten. Und ja, meine typische Aufstellung. Lass die Gegner erst einmal kommen. Denn wir sind schon... Wer ist denn bei, lieber? Da ist ein Chef. Wieder muss Captain, der hat 415. Lieber so. Und Impuls. Tja, das drückt schon gut rein und ich glaube, ich töte ihn damit auch. Ja, der Impuls sollte den Rest machen. 500 Schaden genau mit der Combo. Interessant. Silbererz. Mal sehen, sonst hat er nichts. Also Standby. Die kann auch gleich in Standby verfallen. Und der kriegt dann einen Impuls ab. Naja, keinen sehr guten, die andere macht 200 Schaden damit. Aber naja. Dann gibt's einen Power Attack drauf. Zack und boom. Und damit wäre meine Runde ja beendet. Das ist einer, der Leo angreifen will, aber... Oh, die kriegen AP Plus, wenn sie... Naja, die hauen nicht wirklich gut rein. Gut, dann bewegen wir uns mal hier hin. Die können hier bleiben und die läuft hier mal vor. Gibt es irgendjemand, der hier was bereitstellen kann? Nein. So, dann sollten wir mal so. Skills. Ah, die kann das selber, die kann selber ein Trick-Hit machen, mit sich allein. Oder Vanish-Trick. Tja. Dann sollte sie mal Standby. Oh, scheiße. Ich hoffe, der Kollege haut da nicht mit. Nein! Das ist natürlich dann doof. Und er breakt sie sogar. Er overkillt sogar. Scheiße. Okay. Okay, das ist wirklich schlecht. Ja, Gliedermaster-Soldat. Also erstmal ein Item. Mal sehen, was haben wir denn? Fragment of Life, the Stone with the Power of Resurrection Characters are here. Okay. So, das Fragment erstmal eingesetzt. Jetzt mal Skills eingesetzt. Lieber versuchen den hier zu kloppen. So. Tja, da haben sie leider keine Punkte mehr.
Spiel. Es dürfte auf jeden Fall mal was gut sein. Okay. So. So. Am besten lieber so. Yep. So, Skill, das Double Power und Impuls, das müsste ja lang. Und er muss immer von rechts kommen. Also hat er aber auch weniger Schaden gemacht. Aber dafür hat sie mehr Schaden gemacht. Das ist sehr unausgeglichen. So. Weil wir noch mit allen verbunden sind, kannst du ein Double Edge machen. Impuls. So. Der dürfte jetzt overkillt werden. Ja, das sieht zumindest schon gut aus. Er ist gebrochen. Okay, wenn sie einen Break machen, dann hauen sie noch extra rein, wie es scheint. Hab ich irgendwie ganz vergessen. You reached the max quantity for this item, you couldn't obtain grass. Okay, ich sollte Gras mehr einsetzen oder verkaufen. Und wir haben B-Rang erreicht und sie hat ein Level Up. Gut, dass ich sie wiederbelebt habe, sonst hätte sie das nicht. Int ein bisschen Stärke, Vitality und Agilität. Ja, ein richtiger Mix, aber. Oh, you acquired a willpower resource. Okay. Do you want to save your progress? Ja. Natürlich. So. Das ist wohl der Bruder, würde ich sagen. Was haben wir hier? 1, 2, 3 kleine Schweinchen. Alle mit einem Wunsch zu sterben. Kommt schon. Ich werde mich an eurem Blut laben, bis der Tod mich nimmt. Der Linsenmann? Zerba, mein Bruder! Puh! Bist du es? Ist das goldene Jo? Ah! Leo, you say? Sagst du? Flucht! Flucht! Dann sind die doof. Der Name Golden Leo bedeutet nichts. Nun nimmst du schon Gefangene. Ehrenloses Ehrloses Stück. Sag ich mal. Nein, Server. Das ist. Ich denke, das ist nicht, was ich mir gedacht habe. Aber wenn der General sich nach einem Kampf sehen, wie kann ich dem widersprechen? Verdammt! Oh mein Gott, wir sind nur noch zu fünf.
Okay. Change Party. Sie wollten uns schon zu fünft kämpfen lassen. Nur weil wir jetzt eine andere Aufstellung haben. Okay. Yep, möchte ich. Also gibt's noch einen Bosskampf. Der Sennenmann und der Pistoliero. Die wirken alle sehr... Na, wobei 400... So. So. Ich warte lieber ab, dass die zu mir kommen, damit ich den ersten guten... Oh, scheiße! Was hat der für eine Range, wenn der sowas macht? Eine ziemlich gute. Und der haut bei Bargain ziemlich arg rein. Heilige Scheiße. Ich hab die wohl unterschätzt, aber naja, was hätte ich machen sollen? Okay, dann, denke ich mal, ist es nicht schlecht, wenn wir hier ein bisschen reinhauen. Wenn einer weg ist, wird der andere umso leichter sein. Besonders er scheint schon viel auszuhalten. Ah je, den töte ich ja noch nicht mal. Du Schande. Komm, haben wir noch irgendwie, nee. Stand by. Item kann ich nicht einsetzen, also stand by. Auch nicht. Und auch nicht. Okay. Er hat 19 AP, er hat 20. So. Oh je. Die versammeln sich wieder. Das ist nicht gut. Er hat jetzt nur noch 15, aber der hier muss leider leiden. Na, sie macht mir nix. Das. Komm schon, sag mir, dass du ziemlich viel Schaden hast. Ja, du wirst ihm noch einen Impuls hinterherwerfen. Skill. Okay, ja, du kannst ihm noch einen Impuls hinterherwerfen. So. Und jetzt stirb! Die liest Tookdown 3 Fragezeichen und kriegt einen Ring of Speed. Okay, stand by. Stand by. Und einen Gegenstand nutzen. Fragment des Lebens. Sollte ich mir wohl welche kaufen, wenn ich wieder im Laden bin? Feuer! Gut, dann nutzen wir mal Gras. Und nutzen wir mal... Nee, geht nicht. Standby. Clear-Bonus. Was, wenn ich den Schützen töte, habe ich... Super! Ich bin super! Yay!
Ich hab's gar nicht gewusst, aber irgendwie scheint es, es langt, wenn man den Schützen tötet. So. No. Also, hier, zurück. Und, ach, dann nehmen wir noch Luck. Okay. Dann wieder Level up. Na, ein bisschen da bräuchte er. Oder? Ja. Nehmen wir das. So, das Problem bei ihr ist. No. Okay. Ja. Gehen wir ja auch mal hier und da was. Ja, genau, so. Lassen wir das mal. Fokussieren wir sich mal auf die Werte. So. Und sie, ein bisschen. So. Damit haben wir alle 5 abgelevelt. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Entschuldigt, aber ich bin nicht loyal genug, um mich von euch töten zu lassen. Puh. Terra! No! Er ist nicht dein Feind! Sieh dich um, Bruder! Wenn du dies nicht stoppen wirst, wird jeder sterben. So wie zuvor. Furia. Zerva, nehme ich an. Es ist nicht zu spät, um sich zurückzuziehen. Sammle deine Kräfte. Wir werden euren Rückzug decken. Glaub nicht, dass ich dir bis jetzt vertraue, Mensch. Natürlich nicht. Du machst das für Furia. Ja. Mich interessiert das nicht. Du bist vertrauenswürdiger auf diese Weise. Server. Sammle deine Truppen. Nun gut. Elise, du musst mit Dishana gehen. Du musst ebenfalls mit Dishana gehen. Nein! Ich will bleiben! Borgen kann nicht gut kämpfen mit dir hier. Bitte. Elise, lass uns gehen. Du wirst zurückeilen, Leo. Stimmt's? Natürlich. Wieder mal eine etwas längere Redesequenz. Ich werde eure Hilfe brauchen, Kameraden. Ich kämpfe für meinen Meister. Natürlich. Aber ich erwarte einen kleinen Lohn für, wenn der Tag vorbei ist. Ein bisschen Training vor einem Mahl ist immer ratsam. Lass uns anfangen, oder? Ja. Die Frau ist mir ein bisschen suspekt, besonders weil sie ein drittes Auge im Kopf hat.
wieder dein Zerrimotor. Hilfe aus Regulus erfragen? Bist du wahnsinnig? Was kann Regulus tun? Sie ignorieren unsere Probleme aus, ja, zur eigenen Sicherheit. Da sie von uns durch die Kastroya-Berge getrennt sind. Sie hatten sehr viele Möglichkeiten, Gridamas anzugreifen, wenn sie gewollt hätten. Und selbst wenn sie nicht Gridamas angreifen wollten, hatten sie ihre Chancen, uns zu helfen. Du denkst, um Hilfe zu bitten wäre, wäre das Belang eines, Fool. Ah, was ist ein Fool? Eines Feiglings, Versagers oder sowas. Dann wirst du fehlschlagen, bevor du überhaupt angefangen hast. Ich verstehe. Du hast es noch nicht einmal versucht. Deswegen, nun verstehe ich, warum deine Männer sterben in jedem, Man Die and Rose, warum, wie deine Männer zu Dutzenden sterben in den Kämpfen. Was weißt du schon? Wie kann ein Verräter wissen, wie sich die Verratenen fühlen? Gefühle sollten niemals einen Kampf beherrschen. Jemand, der mit dem Leben von anderen spielt, sollte niemals einen Krieg auf die leichte Schulter nehmen. Hast du dein Bestes versucht? Hast du alles getan, was du tun konntest? Verstehst du, dass ihr Schicksal in deinen Antworten liegt? Denkst du? Ich wäre bereit, mein eigenes Leben zu riskieren, wenn ich nicht dafür bereit wäre, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Dann tu, was du kannst, selbst wenn du es in Vainfing denkst. Das ist der Preis, der Preis eines Beschützers. Du scheinst vertrauenswürdig in deinen Worten zu sein, aber können wir ihm vertrauen? Wir müssen die Personen in Frontier wissen lassen, was mit ihrem Land passiert. Wenn ich ihnen sage, dass ich einst ein General von Gridamas war, werden sie mir vielleicht zuhören. Nichtsdestotrotz, wenn das Schlimmste vom Schlimmsten eintritt, können wir immer wieder auf Viralor vertrauen. Du bist klüger als du aussiehst. Oder vorausschauender als du aussiehst. Vielleicht. Aber er ist realistisch. Viele sehen Leonhard immer noch als Gridamas General. Ohne einen Schutz wird er gefangen genommen. Nicht einmal eine Audienz gewährt. Mit meiner Hilfe, nichtsdestotrotz, können wir zumindest verhindern, dass er geschnappt wird.
Das beinhaltet auf jeden Fall, dass wir Rigalas sicher erreichen. Die Straße ist keine leichte. Der Weg wird kein leichter sein. Versucht mich nicht mich dazu zu bringen, hier zu bleiben. Ich komme mit euch, ob ihr es mögt oder nicht. Ich komme mit euch. Ich komme ebenfalls mit euch. Ihr könntet uns immer noch betrügen. Ich werde danach sehen, dass dies nicht geschieht. Wenn mein Bruder geht, gehe ich auch. Es sieht aus, als würden wir alle gehen. Nun, wie kommen wir nach Rigus? Oder wie denkst du, kommen wir nach Rigus? Soldaten vom Zelzagun-Fort, vom Feste, wandern über Frontier. Unsere einzige Chance ist, durch sie durchzubrechen. Oder wir könnten nach Norden gehen und dort ein Boot nehmen. Nun, welcher Weg soll es sein? Breakthrough Zelagoon, go around. Die erste Entscheidungsmöglichkeit. Ich wäre für go around. Oh, das bringt mich in Light. The Link Goach move toward Light. Furious Affection Increased. Okay, also das Ding ist in Richtung Licht. Und ihr Vertrauen oder ja, die Beziehung zu ihr ist besser geworden. Die Gefahr ist zu groß. Wir müssen die sicherste Route wählen. Selbst wenn die Reise dadurch länger wird. Zerva, kannst du uns den Weg zeigen? Ja, kann ich. Folgt mir. Wir sind in einem Zimmer. Der kann uns nur zeigen, wie wir die Treppe runterkommen. So. Gut. Damit hätten wir also uns entscheiden können, wahrscheinlich hier durchzubrechen. Oder wie wir es jetzt tun, dann nach oben zu gehen. Und durchzubrechen. Und es war mal wieder eine lange Folge. Deswegen hoffe ich, es gefällt euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir uns erstmal ansehen, was dieser Typ hier eigentlich kann. Und ja, der war ja schon ziemlich tödlich. Also dann, tüdelü!